Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen den VfR Aalen. Ich begrüße den gegnerischen Trainer Stefan Rutenbeck und unseren Chefcoach Kostas Runjajić und bitte Herrn Rutenbeck um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal natürlich sind wir überglücklich, heute hier gewonnen zu haben. Es war ein sehr, sehr schweres Spiel für uns. Wir mussten unheimlich viel Leidenschaft investieren, Zweikampfqualität, um gegen so einen guten Gegner dann auch zu bestehen. Wir haben heute tiefer gestanden als in der Vergangenheit bewusst, weil wir Tiefe im Spiel haben wollten. Wir wollten die Innenverteidiger und die Außenverteidiger in Laufduelle zwingen. Und das ist uns gerade mit Daniel Boballa über die linke Seite, mit Robert Lechleiter und Joel Poyampalo häufig gut gelungen. Ja, wir hatten in den ersten 10-12 Minuten haben wir Glück gehabt. Da hat der Lautern zwei Riesenmöglichkeiten gehabt. Aber danach, glaube ich, haben wir dem Gegner immer wieder wehgetan. Machen das 1-0 in einer Standardsituation, haben dann nochmal kurz vor der Halbzeit eine Riesenmöglichkeit mit Daniel Boballa am Konter über Robert Lechleiter. Da gehen halt die Dinge dann halt auch auf, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, zunächst erstmal Glückwunsch zum Erfolg hier in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. In der Tat habt ihr uns wehgetan. Wir haben gut begonnen, hatten zwei Möglichkeiten gehabt, die haben wir nicht genutzt. Nach einem Standard gegen uns das 0-1 kassiert, sind in den Rückstand geraten, hatten sicherlich dann ein paar Minuten etwas mehr Probleme, sind dann nicht mehr mit dem Schwung die paar Minuten in diesem Spiel gewesen, wie zu Beginn. Ja, und hatten uns dann auch in der Halbzeit vorgenommen, den Rückstand aufzuholen, den Druck und das Tempo weiter hochzuhalten und sind dann wieder mit relativ einfachen Mitteln weiterhin dann mit einem 0-2 bestraft worden. Und dann, muss man sagen, war es auch weiterhin Fußball in einer Richtung. Wir sind in Rückstand geraten, wir hatten eine klare Zuteilung gehabt. Der Gegner hatte dann diesen Fehler ausgenutzt, sind dann, klar, noch ein Stück weiter gegen eine tiefstehende Mannschaft, mussten wir dann versuchen, aus der Ballbesitzphase nach vorne zu spielen. Das ist nicht so einfach, das ist sogar eine große Kunst im Fußball. Und wie gesagt, wir hatten ja aber auch genügend Chancen gehabt und die haben wir nicht genutzt. Und deshalb werden wir auch weiterhin genau so versuchen, oder die Ausrichtung auch weiterhin beibehalten. Wissen Sie, vorhin hat mich jemand gefragt, ob ich ein anderes Konzept habe. Klar, einfach in Führung gehen.